der Einstieg war überraschend sehr gut, wobei jetzt für mich das Ergebnis noch ein bisschen im Hintergrund steht. Es ist ein Intercontinental-Cup, war Gott sei Dank sehr gut besetzt. Also wir waren, glaube ich, knapp 7 Weltcup-Fahrerinnen am Start. Das Feine ist, dass ich mich beim Materialsektor ein bisschen fallen lassen kann, weil da der Matthias sehr, sehr viel übernimmt, die Leitdaten gerne einschauen. Speziell hat man das auch bei den Intercontinental-Cup-Rennen gemerkt, dass sie sehr neugierig sein und sehr auf den Schlitten schauen. Aber das Gute ist, dass nur wir wissen, was drinnen ist, und das bleibt jetzt vorerst einmal so. Für mich ist das Olympiazentrum extrem wichtig, weil wir extrem gute Trainer da haben. Wir können auf alles zugreifen. Wir haben einen super Physiotherapeuten da, der bei den Olympischen Spielen mit mir mit war. Und man kann wirklich jede Stärke von jedem Trainer nutzen, und es ist eine gute Zusammenarbeit hier. Für mich liegt jetzt der Fokus wirklich darauf, dass ich ein bisschen im Kraftraum weiterkomme, dass ich einen Bauer in die Füße kriege, dass dann auch die Starttechnik mit einer gescheiten Kraft wieder unterstrichen wird, dass einfach die Startzeiten wieder bzw. der Startrückstand zu den schnellsten wieder ein bisschen geringer wird. Was wir jetzt eigentlich an Arbeit leisten, ist schon wieder vorausdenkend für 2022. Weil wir einfach gegen richtig große Nationen kämpfen, die Technologien im Hintergrund haben und Forschungszentren im Hintergrund haben. Und wir halt im Kleinen da versuchen, den Anschluss zu finden bzw. versuchen, sie zu überholen.